Sehr geehrte Damen und Herren, zu Beginn habe ich ein kleines Quiz für Sie vorbereitet. Wir machen das jetzt total analog. Ich lese die Frage einmal vor und Sie heben dann die Hand bei der Antwort, von der Sie glauben, dass sie die richtige ist. Die Frage ist, mit welchem Instrument macht der Preisträger seit seiner Jugend Rockmusik? Ist das A, die Orgel, B, das Schlagzeug oder C, die Querflöte? Ich bitte Sie jetzt um das Handzeichen. Wer ist für A, die Orgel, B, das Schlagzeug und C, die Querflöte? Okay, danke. Die Auflösung kommt später. Wären wir jetzt in einer Veranstaltung von Herrn Handke, würden jetzt hinter mir und neben mir Balkengrafiken erscheinen, anhand derer Sie im Livestream das Abstimmverhalten überblicken könnten. Sie hätten zu Beginn der Veranstaltung einen QR-Code erhalten, den Sie mit dem Smartphone eingescannt hätten und ein Browserfenster hätte sich geöffnet, das das Voting-Interface visualisiert hätte. Nach der Abstimmung würden Ihre Antworten erfasst, vom Tutorenteam in Echtzeit ausgewertet und die Übungsaufgaben im Inverted Classroom-Format, versteht sich, würden entsprechend flexibel an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Statt eines Frontalvortrages gäbe es ein 15-minütiges Input-Referat, anschließend eine intensive Übungsphase in Kleingruppen und zum Schluss noch eine 15-minütige Ergebnissicherung mit Abschlussstatement. Nicht nur in der Ausgestaltung der Präsenzzeit unterscheidet sich die Lehre von Herrn Handke von den Präsenzzeiten eines durchschnittlichen Hochschullehrers. Lehrvideos zur inhaltlichen Vor- und Nachbereitung werden im zum Fernsehstudio umgebauten Büro gedreht, geschnitten und im eigenen YouTube-Kanal hochgeladen. Digitale Lehr- und Lernformate werden auf der mittlerweile größten sprachwissenschaftlichen Lernplattform der Welt, dem Virtual Linguistics Campus, zur Verfügung gestellt. Und weil das alles noch nicht reicht, hat Herr Handke auch noch mal so quasi nebenbei die Lehrerausbildung in Hessen revolutioniert, indem er vollständig digitalisiert, vom hessischen Kultusministerium akkreditiert, Weiterbildungsangebote für die Lehrkräfte im Schuldienst auf einer eigens dafür programmierten Plattform, dem virtuellen Zentrum für Lehrerbildung, anbietet. Die Wandlung der Lehre vom traditionellen Tafelanschrieb hin zur vollständig digitalisierten Virtual Session ist für Studierende dabei aus drei Gründen eigentlich überhaupt kein Vorteil. Denn es gibt keinen Seminarausfall mehr. Alle Inhalte liegen digital vor und können sogar digital überprüft werden. Es gibt keine Ausrede mehr, weil die Bücher in der Bibliothek vergriffen sind oder Seiten ausgerissen wurden. Und es ist jetzt jederzeit nachvollziehbar, welcher Inhalt in welchem Semester behandelt wurde. Die Ausrede, das hatten wir aber gar nicht, lässt sich jetzt viel zu leicht ad absurdum führen. Auch die studentische Sitzordnung in Jahrzehnte, wenn nicht vielleicht Jahrhunderte alter Tradition, mühevoll gehegt und gepflegt, muss mit Herrn Handkes Konzept nun völlig neu überdacht werden. Erinnern Sie sich zurück. Wo saßen Sie in Ihrer Studienzeit, wenn Sie morgens zu müde waren oder unvorbereitet? Statistiken sagen, dass Sie sich dem Grad Ihrer Motivation entsprechend in die vorderste Reihe setzten, weil Sie besonders gut aufpassen wollten oder weil Sie zu spät kamen und die hinteren Reihen schon besetzt waren. Und jetzt kommt Professor Handke mit seinen Tutoren und die bewegen sich durch den gesamten Raum. Die sind überall. Räumlich müssen die Studierenden also völlig umdenken, sich eine ganz neue Strategie erarbeiten. Schließlich haben Studierende ein Recht darauf, auch ungestört anwesend sein zu können. Sie organisieren sich nun also nicht mehr in senkrechten Linien, dem Grad ihrer Motivation entsprechend von vor nach hinten im Raum, sondern kumulieren sich als Schwarm, entweder in der Mitte, um nicht zu aktiv ins Geschehen eingebunden zu werden, oder an den Außenplätzen für alle, die gern mit den Fingern schnipsen und mitmachen wollen. So viele Nachteile. Auf Nimmerwiedersehen, du ungestörte, anonyme Massenveranstaltung, AD-Semesterapparat, der du uns vor beliebig erweiterbaren Playlists verschont hast. Aber auch Arrivederci in transparente Hochschullehre, die du uns bisher den Vergleich mit anderen Universitäten versagt hast. Und tschüss auch an all die langweiligen Seminare, in denen wir uns stundenlang mit Inhalten quälen mussten, die wir uns mit wenigen Klicks auch im Internet zusammengesucht hätten. Herr Handke hat mit seinen innovativen Unterrichtsmethoden mitnichten einen Durchmarsch hingelegt. Einige seiner Experimente sind auch gescheitert. Vor allem an seiner eigenen Uni, an meiner Uni, ist ihm die größtmögliche Abneigung entgegengeschlagen.
seit dem Beginn der Digitalisierung seiner Lehre bis heute, also mehr als 20 Jahre lang, wurde er von den eigenen Kollegen beschimpft und bekämpft und was wurde ihm nicht alles vorgeworfen? Er wolle die Präsenzunis abschaffen. Er wolle Arbeitsplätze vernichten. Er wolle Professoren durch Computer ersetzen. Und heute stellen wir fest, dass nichts davon eingetroffen ist. Im Gegenteil. Unser Institut wächst mit seinen Fortschritten. Unsere Lehre kann sich in den linguistischen Fächern mit anderen international renommierten Universitäten dem Wettbewerb stellen. Unser Lehrangebot wurde um ein Vielfaches ausgebaut. Zwei komplett neue und einzigartige Masterstudiengänge wurden geschaffen und sein Team ist auf mittlerweile 17 Mitglieder gewachsen. Die inzwischen mehr als 90 Absolventinnen und Absolventen seines Flaggschiffs, dem Masterstudiengang Linguistics und Web Technology, schlossen ihr Studium zu 96% innerhalb der Regelstudienzeit ab. Keine der Absolventinnen und Absolventen hat seit Gründung des Studienganges vor 6 Jahren länger als 6 Monate auf eine Stelle gewartet, wobei sich Wirtschaftsunternehmen und universitäre Einrichtungen gleichermaßen, teilweise noch vor Studienabschluss, um seine Absolventen bemühen. Seine MOOCs mit all ihren Weiterentwicklungen und Spezialisierungen sind die bisher international erfolgreichsten mit einer Abschlussquote von mehr als 46%. Und neben diesen ganzen harten Fakten dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier nicht nur einen der Pioniere seines Faches würdigen, sondern auch einen unglaublich tollen Menschen. Einen Menschen, der für seine Ideen lebt und sich gegen Windmühlen durchgesetzt hat. Wir als Studierende haben uns oft bei ihm beschwert, weil er Arbeiten so streng bewertet und Fristen viel zu knapp setzt. Er sagt dazu, es gibt keine knappen Fristen, es gibt nur schlechte Planung. Wir lernen von Herrn Handke nicht nur Programmiersprachen und mathematische Modelle zur Sprachtheorie. Er vermittelt uns Fähigkeiten, die in keinem Curriculum stehen. Pioniergeist, Leidenschaft, Durchhaltevermögen, Disziplin und... Wer fleißig war, der darf auch feiern. Zu Beginn hatte ich Sie gebeten, abzustimmen. Die Frage war, mit welchem Instrument macht der Preisträger seit seiner Jugend Rockmusik? Die richtige Antwort ist Querflöte. Hätten Sie das gedacht? Herr Handke, wir, Ihre Studentinnen und Studenten des Masterstudienganges Linguistics und Web Technology, gratulieren Ihnen von ganzem Herzen zu dieser Auszeichnung. Es mag Kritiker geben, die mögen Ihre Theorien nicht. Und es mag Kritiker geben, die mögen Sie nicht. Aber wir sind stolz, dass Sie unser Professor sind. Und für uns hat niemand diesen Preis mehr verdient als Sie. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.